Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Nadine, ich bin die Handfärberin von Schibott Garne und ich bin zurück aus meinem Urlaub. Allerdings bin ich krank. Ich habe jetzt eine Arbeitswoche hinter mir. Ich wollte eigentlich schon viel, viel früher aufnehmen, aber letzte Woche war recht stressig. Nach dem Urlaub ist immer recht viel liegen geblieben, Nest zu bearbeiten, abzuarbeiten und ja, die Woche hat es mich jetzt erwischt. Ich bin krank. Entschuldigt, falls meine Stimme sich komisch anhört oder ich mich öfter räuspern muss. Ich habe Heißweh, bin verschnupft und ja, ich glaube, man hört es. Deswegen habe ich hier heute auch ausnahmsweise keinen Kaffee, sondern hier aus der Apotheke so einen leckeren Holunder, irgendwas heißes Zeug, das nicht besonders gut schmeckt, aber hilft, dass ich besser reden kann. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Heute wird es spannend, denn ich habe mir keinerlei Notizen gemacht. Das wird jetzt ziemlich chaotisch werden. Wir werden sehen. Los geht's. Ja, jetzt muss ich mich erstmal orientieren, mit was wir überhaupt anfangen. Da ich mir keine Notizen gemacht habe, weiß ich auch nicht so genau mit. Normalerweise mache ich ja Shop-News-Projekte, keine Ahnung, könnte heute durcheinander werden. Vielleicht gibt es auch gar keine Segmente, mal schauen. Also, ich fange an mit einem fertigen Projekt. Und zwar den Socken für meinen Mann, die ich gestrickt habe aus der Färbung Nussknacker und Mäusekönig auf den Botsocks. Und hier ist das fertige Paar Socken. Was kann ich groß dazu sagen? Ich habe insgesamt 64 Maschen angeschlagen, ein 2 rechts, 2 links Bündchen gestrickt. Ja, wie ihr seht, auf dem Sockenbrett habe ich meine Größe notiert, 38, 39. Die hier sind natürlich größer, deswegen sind die ein bisschen lapprig drauf. Also entschuldigt, ich habe die auch nicht gewaschen. Die sind halbwegs frisch von den Nadeln. Ja, ein 2 rechts, 2 links Bündchen, dann eben ganz normalen Schaft und Fuß und eine ganz normale Spitze. Die einzige Änderung, die ich gemacht habe, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erzählt, war die Ferse, dass ich nicht, wie ich normalerweise machen würde, eine Fersenwand mit 30 Reihen gestrickt habe, sondern nur über 20 Reihen, wodurch ich dann auch weniger Abnahmen überhaupt hatte und so die Ferse ein bisschen anders geformt ist. Und die passt jetzt meinem Mann ziemlich gut. Ob ich dabei bleiben werde, weiß ich nicht. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich Stinos stricke, dann habe ich das einfach so in mir drin. Ich stricke da nicht nach einer Anleitung, sondern ich weiß ganz genau, was ich machen muss. Und ja, wenn ich jetzt dann dauerhaft auf die 20 Reihen runtergehen würde, müsste ich mir das irgendwo notieren. Und darauf habe ich eigentlich beim Stino-Stricken keine Lust. Muss ich noch gucken. Also jetzt können die auf jeden Fall in die Sockenschublade von meinem Mann wandern und dann schauen wir überhaupt erstmal, wie die sich so tragen, ob ihm das so passt. Genau. Ja, und wenn wir jetzt eben gerade bei dieser Färbung sind, die gefallen nämlich vielen von euch, rutschen wir jetzt von fertigen Projekt rüber in Shop News. Na toll, jetzt schaue ich auch noch verheult aus. Oh, jetzt musste ich noch einen Hustenanfall für euch rausschneiden. Oh, ich habe nicht geweint, ich habe mich verschluckt. Echt nicht, mein Tag. Also, und zwar habe ich für euch diese Färbung auf die Softsocks gebracht. Und dazu gibt es einen 20 Gramm Little in der Farbe Warm Your Heart. Passt super gut zusammen, also perfekt zum Sockenstricken. Ich habe hier auch nochmal, weil verstrickt sieht die Farbe auf den Softsocks ein bisschen anders aus, weil die Qualität die Farbe anders aufnimmt. Und zwar so. Und dazu dann eben den 20 Gramm Mini in der Farbe Warm Your Heart. Ich denke, das passt super, wenn man beispielsweise nur die Ferse strickt, könnte ich mir sehr, sehr schön vorstellen. Und die wandern so bald wie möglich in den Shop. Das heißt,
Abonniert auf jeden Fall den Newsletter, dann verpasst ihr es nicht. Und schaut auch regelmäßig auf meinem Blog vorbei, denn dort findet ihr auch immer alle Infos zu den Updates. Aber eigentlich in der Regel erst, wenn sie gerade online gegangen sind. Genau, und wenn wir schon bei Socksets sind, gehen wir auch gleich zu einem anderen, was relativ neu im Shop ist. Und zwar seit dem 1. Juli gibt es den Juli-Club. Den findet ihr bei den besonderen Angeboten. Dieses Mal hat mich ein sommerliches Strandbild bei Sonnenuntergang für die Färbung zu der Färbung inspiriert. Ein paar Sätze noch da. Ich schiebe gerade rüber. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich da nicht sogar ein Set stibitze, weil... Ich will ja eigentlich nichts verraten, wie die Färbung genau ausschaut. Aber anhand vom Bild könnt ihr das auf jeden Fall sehen. Und im Zuge dessen, dass der Juli-Club online gegangen ist, kann ich jetzt das Geheimnis des Juni-Clubs enthüllen. Viele Sätze nicht mehr da, aber so sieht der Juni-Club aus. Da ärgert es mich wirklich total, dass ich die Färbung nicht wiederhole. Also der Juni-Club ist wirklich toll geworden. Habt ihr eben diesen knallig gelben Strang und dann eben diese tolle Färbung. Ja, herrlich für Socken. Könnte ein richtig schönes Paar entstehen. Ja, also viele Sätze nicht mehr da. Wenn, dann schlag zu. Ich denke nicht, dass die noch lange im Shop sind. Ja, dann waren wir bei Socksets. Ich glaube, das war's. Ich überlege gerade mit Shop-News, was da jetzt noch, wenn wir schon bei dem Segment sind, was ich da noch erzählen kann. Ja. Dann sagen wir erstmal, was nicht bald der Fall sein wird. Und zwar im Hintergrund seht ihr noch den Poncho hängen. Der war ja in der letzten Episode fertig. Und ich habe ja gemeint, Priorität ist, dass ich dazu bald die Anleitung rausgebe. Wird nichts, muss ich hinten anstellen. Momentan sind ja überschlagen sich die Dinge alle ein bisschen. Und ich muss wirklich überlegen, was ich zuerst mache. Und jetzt stellen wir den Poncho nach hinten an. Vielleicht ist das ein schönes Projekt für den Herbst, Spätherbst, dass da die Anleitung dann kommt. Also wir schauen mal. Nicht vergessen, er bleibt hier hängen, damit ich es nicht vergesse. Anleitung kommt noch, aber nicht so bald, wie ich eigentlich geplant habe. Genau, das war noch zu den Shop-News. Okay, was kommt nach den Socksets, die ich euch jetzt gezeigt habe? Also die Nussknacker, Mäusekönig und Warm Your Heart Sets. Ja, einiges. Viele Färbungen auf den Softsocks werden wieder online gehen, darunter recht sommerliche, farbenfrohe, aber auch gedecktere Farben. Und alle könnte man sehr gut, nicht nur relativ gut, sehr gut miteinander kombinieren. Ich kann es euch noch nicht zeigen, weil es alles noch nicht fertig ist. Deswegen nochmal abonniert den Newsletter und ihr verpasst nichts. Und folgt mir natürlich auch auf Instagram, dort findet ihr mich auch als Schibotgarne. Ja. Und dann sollte euch das hoffentlich rechtzeitig angezeigt werden, wenn es dann die Wolle geben wird. Ja, was ist jetzt mit Shop News? Nochmal durchgehen? Ja, das war's. Okay, also im Urlaub fertiggestellt habe ich eben dieses Paar Socken. Das ist das einzige fertige Projekt, das ich euch zeigen kann. Und deswegen gehen wir jetzt rüber zu meinen Projekten in Arbeit. Also Projekt in Arbeit zeige ich euch nur das eine, an dem ich während meines Urlaubs gearbeitet habe. Und zwar meinen Little Yellow Sweater. Da ist tatsächlich was vorangegangen. Ich wundere mich gerade, warum die Tasche so schwer ist. Oh Nadine. Ich habe meine Stricknadeln überall gesucht. Ich habe ja die wunderschönen Sets von Haya Haya. Das hier sind die DPNs Nadelspiele Sets. Hier sind sie also, die sind schwer und auch meine austauschbaren Nadeln, also Rundseile, sind auch hier. Okay, jetzt erklärt es, warum es so schwer war, weil die Wolle hätte eigentlich nicht so schwer sein dürfen. Genau, und da war ich ja noch überhaupt nicht weit. Ich war ja erst am ersten Ärmel und den habe ich jetzt tatsächlich zu Ende gestrickt. Ihr seht hier unendlich viele Marker dranhängen, das ist jeweils, wenn eine Zunahme passiert. Ich glaube, ich habe es letzte Mal erzählt, dass da gar keine Zunahmen gemacht werden, doch werden gemacht. Und da habe ich mir jetzt überall Marker reingehängt. Das ist der erste Ärmel, den man so weit stricken muss. Und ich habe mit dem zweiten angefangen. Stricke ich eben jetzt auch auf dem Nadelspiel und da bin ich nicht wirklich weit. Könnte auch der Anfang einer Socke sein, aber... Es soll ein Ärmel werden. Also für alle, die
immer Probleme haben, am Ende von dem Oberteilprojekt die Ärmel zu stricken, schaut euch mal den LYS an, den Little Yellow Sweater, denn da fangt ihr mit den Ärmeln an und dann habt ihr den Teil hinter euch. Zur Anleitung noch ein bisschen was. Moment, jetzt schaue ich mal, dass ich das Titelbild finde. Und zwar ist sie von Andrea Mori. Und das hier ist er. So soll der mal aussehen. Ne, wunderschönes Lace-Muster mit Knubbeln. Noppen. Genau. Sind da dran. Die Wolle, die ich hierfür verwende, sind die Soft Socks. Schauen wir mal, ob ich noch einen. Jawohl, einen fertig gekakten hier in der Farbe Treasure, damit er eben ein schöner gelber Pullover wird. Kann man natürlich in jeder anderen Farbe auch stricken. Ja. Ist aber, also im Urlaub hat Spaß gemacht, weil es einfach zu stricken war. Muss ich nicht so viel denken. Aber den stelle ich jetzt mal ein bisschen hinten an, denn, ja, wie es im Urlaub so ist, fängt man da einfach mal ein paar neue Sachen an, oder? Deswegen, nächstes Segment, neu auf den Nadeln. Angeteasert habe ich es ja schon in der letzten Folge, dass ich im Urlaub etwas anschlagen möchte und genau das habe ich auch gemacht. Allerdings in meinen herrlichen Projekttaschen, die ihr hier hinten sehen könnt, nicht nur ein Projekt, sondern gleich zwei. Und ich beginne mit dem nicht ganz so spektakulären, aber ich mag es trotzdem sehr. Und zwar habe ich mal wieder ein paar Reistesocken angefangen. Weil, warum eigentlich? Ich weiß auch nicht warum. Mich hat es geritten, ich muss es machen. Ich habe ja ein Körbchen, das liegt da hinten mit so Resten von Softsocks. Und da habe ich mir drei Farben ausgesucht. Achso, warum verwende ich eigentlich solche Projekttaschen? Die sind kindersicher. Die kriegt meine Tochter nicht so leicht auf, deswegen. Also, und zwar, so groß sind die Reste jetzt nicht mehr. Alles auf den Softsocks. Das ist Grashüpfer, Fairy Dust und das ist der Rest von der Halloween-Färbung, ich glaube vom letzten Jahr. Bin ja nicht ganz sicher, aber ich glaube vom letzten Jahr. Und die drei zusammen verstricke ich jetzt eben zu Scrappy Socks, also zu Restesocken. Und habe mich dazu entschieden, weil ich mir nicht sicher bin, wie viel von der Wolle verbraucht wird und so, die Socken parallel zu stricken auf einem Nadelspiel. Socke Nummer 1 bin ich so weit. Und Socke Nummer 2 bin ich so weit. Ja, und wie man sieht, dazu komme ich gleich, habe ich fürs Bündchen wieder zwei rechts, zwei links. Gefällt mir anscheinend momentan sehr gut. Mit Grashüpfer angefangen, damit bin ich zu Halloween und dann zu Fairy Dust, weil ich jetzt schon länger nicht mehr dran gestrickt habe, weiß ich nicht mehr, über wie viel Reihen ich das jeweils gemacht habe, aber ich glaube über 10. Ich zähle es jetzt nicht nach. Ich glaube immer 10 Runden. Vielleicht waren es auch 12. Ich zähle es doch nach, falls dir jemand nachstricken will. Doch, 10 Runden. Also Bündchen war ein bisschen länger, dann 10 Runden Farbe 1, 10 Runden Farbe 2, 10 Runden Farbe 3 und dann habe ich wieder von vorne angefangen und so sehen die jetzt aus. Und bei der, wo ich schon weiter bin, bin ich eben schon bei der Ferse und ich denke, ich komme eigentlich ganz gut hin mit den Farben und falls nicht, dann, ich habe ja von der Grashüpferfärbung hier am meisten, dann trickse ich da ein bisschen rum und dann passt es schon und kriege ich das hin. So, und jetzt sagen ja viele, wenn man solche Reste Socken strickt, und was machst du mit den ganzen Fäden? Und der Trick ist ganz einfach, ich webe die ein, während ich stricke. Und wie mache ich das? Das müsste ich eigentlich am besten zeigen. Wenn ihr schon mal vereil gestrickt habt und so wie ich die Fäden, habe ich jetzt irgendwo zwei dran, dass ich es euch vielleicht ein bisschen zeigen kann. Nee, Moment. Hier. Nee, da hängt jetzt noch ein Faden dran. Wie macht man das jetzt? Machen wir es mal zum Vorstellen. Ich klaue mir jetzt einfach mal irgendwo einen Faden im zweiten. Der hängt auch irgendwo dran. Vorbereitung. Wenn ihr wie ich vereil auf diese Art strickt, ich nehme beide Fäden über den Zeigefinger, nehme einen Faden
und drehe den zu. Und jetzt hoffe ich, dass ich eine freie Nadel habe. Dann stricke ich beim Farbwechsel nur die neue Farbe. Und zwar einmal davor. Ich mache es jetzt nicht, ne? Ich nehme die davor. Und beim nächsten Mal nehme ich sie dahinter. Nein, Moment. Zeige ich das jetzt so? Genau. Dann wird das dahinter, dass das sich immer so verkreuzt. Schaut euch am besten ein Video an zum Einweben. Aber so mache ich, geht super schnell, dauert nicht lang und dann sind die Fäden eben vernäht und man muss am Ende nur noch die Fäden abschneiden. Anfangs mit Endfaden vernähen und fertig. Also wie ganz normale Socken auch, die man einfarbig stricken würde. Ja, also die habe ich angefangen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich wollte mal wieder restelos werden anscheinend oder ich fand das Projekt lustig, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich keine Lust mehr dran zu stricken. Aber damit habe ich jetzt wieder ein neues Projekt auf den Nadeln. Ne? Wieder ein WIP mehr. Dann komme ich zu dem anderen Anschlag, den ich habe und der ist der Hammer. Und zwar habe ich euch ja schon verraten, dass ich eine neue Garnbasis habe, die ich so bald wie möglich in den Shop bringen will. Jetzt steht es aber erstmal ein bisschen hinten an, es wird doch nicht so ganz schnell in den Shop kommen, die neue Garnqualität, weil ich zuerst das Tuch fertig stricken will, um euch zu zeigen, wie toll diese Wolle ist. Ich hoffe, ich schaff's, denn nun ja, so wenig Maschen habe ich da nicht auf den Nadeln. Jetzt zeige ich euch aber zuerst mal die Anleitung. Ich glaube, die habe ich das letzte Mal schon gezeigt. Und zwar heißt das Tuch Frustjärna. Das ist eine kostenlose Anleitung, die auf Ravelry erhältlich ist, von Ali Esther für ein kreisförmiges Tuch. Ihr müsst euch die Anleitung anschauen. Es ist wunderschön. Ja, strickt sich, ist, wer Lace schon öfter gestrickt hat, ist es wirklich ein eingängiges Muster. Also man erkennt, falls man einen Fehler macht, man muss nicht so viel zählen. Also man erkennt am Muster, was man machen muss. Finde ich ziemlich gut. Die Anleitung ist auf Englisch, aber da ist ein Chart drin und wenn man weiß, was die Symbole bedeuten, braucht man nicht Englisch sprechen können, um das Tuch stricken zu können. Ja, ich bin mittlerweile bei meinem zweiten Knäuel. Das ist die Wolle. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht hätte ich das zweite Knäuel gar nicht gebraucht, aber ich habe am Anfang einen ziemlich blöden Fehler reingehauen, weil in der Anleitung wird eine bestimmte Masche auf der einen Seite der Anleitung anders beschrieben als auf einer anderen Seite. Richtig ist, falls jemand es nachstricken will, wie es auf der Chartseite erklärt wird, nicht in der ausgeschriebenen Variante. Ja, und deswegen, dann wollte ich es aufribbeln eigentlich. Dann hat sich ein Maschenmarkierer drin verheddert und ja, ihr könnt es euch denken, ich wäre am Ende gestresst, habe es abgeschnitten und den Teil weggeworfen. Ja. Das heißt, vielleicht wäre ich mit einem Knäuel hingekommen, ich weiß es nicht. Ich habe den Teil nicht gewogen, ich war da dann nervlich. Nicht so ansprechbar. Vielleicht kennt es ja jemand von euch. Habt ihr auch schon mal, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, habt ihr auch schon mal Wolle einfach weggeschmissen? Also ein Anstrick, weil euch das so genervt hat, dass ihr einen Fehler gemacht habt und ihr wart noch nicht so weit. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Darf man auch mal machen, um Stress abzubauen. So. Und jetzt kann ich es euch gar nicht so wirklich zeigen, denn ich stricke hier auf 80 cm Nadeln und habe aber mittlerweile, mal schauen, ob ich es mir aufgeschrieben habe, gut über 500 Maschen auf den Nadeln. Das heißt, ich kann es euch gar nicht wirklich in der vollen Pracht zeigen. Aber ich halte es jetzt mal. Ja. Hier war der Anfangsfaden. Ich halte es euch jetzt einfach mal etwas näher. Da seht ihr schon das wunderschöne Lace-Muster. Hier geht immer nach oben. Ein Stern. Vielleicht heißt Stjärna ja irgendwas mit Stern. Kann wer die Sprache und mir sagen, was Frustjärna bedeutet? Gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das Muster geht immer weiter und weiter. Und ich habe gar nicht mehr so viele Reihen eigentlich zu stricken. Ich glaube, ich bin bei, es sind insgesamt 170 Reihen und ich muss bei 140 oder so sein, also nur noch 30. Aber bei 500 Maschen auf den Nadeln, über 500 Maschennadeln, die ja auch immer mehr werden, weil das Tuch ja
rund immer mehr Maschen braucht, dauert so eine Runde wirklich lange. Deswegen, ich hoffe sehr, dass ich es im Juli fertig bekomme und ich muss es euch auf jeden Fall dann auch gespannt zeigen, weil das Muster herrlich, also die Wolle ist schön weich. Es ist Merino-Seide, hat 600 Meter Lauflänge und da kommt man eigentlich schon recht weit. Ich kann ja dann mal abschätzen, ob ein Knäuel ausreichen würde, aber wahrscheinlich eher zwei. Also, das ist mein neues Projekt auf den Nadeln und ich werde alles andere stehen und liegen lassen und nur noch daran arbeiten. So, jetzt nehme ich nochmal einen Schluck von meinem leckeren Holunder-Ding. Okay. An der Club Blanket habe ich gar nicht gestrickt. Genauso wenig an dem Schal Holy Cables habe ich auch nichts gestrickt. Aber dafür sind ja zwei neue Projekte dazugekommen. Ja. Und ich muss sagen, mich stresst es wirklich so ein bisschen. Ich müsste viel, viel monogamer werden. Das Beispiel. Oh, Nadine. Sagen wir erstmal ein neues Segment. Und zwar, wie nennen wir das denn? Pläne ist es nicht. Nennen wir es Strickgeplauder. Okay, also Strickgeplauder. Und zwar, was mich stresst, ist, manchmal habe ich das Bedürfnis, ganz viele Projekte zu haben, um dann, wenn es mich reizt, an einem bestimmten Projekt arbeiten zu können. Also, dass ich wählen kann zwischen, jetzt ist mir eher nach, weiß ich nicht, kraus rechts an der Decke zu stricken. Jetzt mir eher nach einem Lace-Muster, weil ich ein bisschen Zeit habe, mich hinzusetzen und mich zu konzentrieren. Oder jetzt sitze ich im Auto, jetzt will ich ein paar Socken stricken und so weiter und so weiter und so weiter. Aber dann gibt es solche Projekte, bei denen ich designe, wie jetzt den Poncho. Ihr habt mitbekommen, es hat mich ein bisschen gestresst, den fertig zu stricken. Und jetzt stresst es mich enorm, die Anleitung zu schreiben. Denn das ist nicht nur, dass ich mich am Computer setze und das abtippe, was in meinem Notizbuch steht. Ich brauche ordentliche Fotos. Ich muss das mehrfach querlesen. Dann muss ich editieren und das Ganze. Oh, ihr versteht, das stresst mich und das passt momentan auch nicht in den Arbeitsflow, den ich momentan für SheBot gerne habe, weil der schon gestopft voll ist und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und keine Ahnung. Und deswegen stresst mich das so sehr. Aber mich stresst es jetzt auch, dass das nicht fertig ist. Also eigentlich hätte ich es gerne, denke ich manchmal, nur ein Projekt zu haben, nur an dem zu arbeiten. Dann kann ich es ordentlich zu Ende bringen, ein hübsches Foto machen, mein Projekt auf Ravelry zu aktualisieren und tata. Ihr versteht, was ich meine, dass mich die anderen Projekte nicht so stressen? Aber ehrlich gesagt geht es mir genauso mit meinem Stash. Ne? Deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Reste-Socken angefangen, weil ich es nicht sehen kann, dass da Reste rumliegen, mit denen nichts gemacht wird. Da tut mir dann irgendwie die Wolle leid, dass sie keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Also ich habe kein Patentrezept, ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich immer viele Projekte oder mehrere Projekte auf den Nadeln haben. Aber eigentlich weiß ich nicht, was mein Ziel ist. Was ist euer Ziel? Möchtet ihr nur ein Projekt oder verschiedene Kategorien von Projekten? Oder ist es euch total egal und ihr könnt mir ein gutes Mantra geben, warum es egal ist, dass man viele Projekte hat und im Stash so viele Sachen sind, die man ewig nicht angeschaut hat? Lasst mich mal wissen, was so eure Meinung dazu ist. Ich finde mich jetzt erstmal mit der aktuellen Situation ab, aber werde auf jeden Fall monogam an diesem wunderschönen Tuch stricken, weil ich euch das so bald wie möglich fertig präsentieren will und ich unbedingt die Wolle in den Shop bringen will. Ja. Und jetzt mache ich mir noch einen Tee, denn mein Holunder-Blub schmeckt mir nicht besonders gut, aber ich habe es fast brav ausgetrunken, aber jetzt mache ich mir einen Tee, der mir auch schmecken wird. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Und ihr, meine Lieben, ihr lasst die Nadeln klappern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.